Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 3. Ja, ich will jetzt gegen den hier ankämpfen, antreten. Ich esse mal lieber vorher mal was. Zeig mir, was du kannst. Da! Ja! Okay, geht jetzt einfacher. Da! Da! Der ist aber echt ein schwerer Brocken, muss man sagen. Nein! Nein! Muss jetzt nochmal laden. Okay. Den Kampf, den schaffen wir nicht so schnell. Glaube ich. Erstmal. Könnte schwierig werden gegen den. Der ist echt schwer, der Typ. Echt schnell. Aber ich will den besiegen. Ich will hier auch Arena-Meister werden. So. Vielleicht muss ich einfach nur ein bisschen rennen. Obwohl, jetzt geht er. Jetzt brauche ich aber wieder Ausdauer. Einfach ein bisschen im Kreis drin. So, jetzt. Ja! Stärke wieder erhöht. Sein Assassinenmesser nehmen wir mit. Sein Loot. Nehme ich auch wieder alles. Okay, nice. Haben wir geschafft. Das gehört gespeichert. Reden wir nochmal mit ihm, wenn er aufsteht. So, Mammut. Knochenmann. Mir brummt der Schädel. Bist du jetzt zufrieden? War doch ein guter Kampf. Ja, zumindest für einen von uns. Ich hau mich erstmal hin. Okay. Ich dachte, ich könnte ihm jetzt noch einen Stängel Sumpfkraut geben. Der hätte sich gefreut. Denke ich. Fabio. So, du hast also Mammut aufs Maul gehauen. Warte mal. Hast du eigentlich für den Kampf bezahlt? Naja. Nein. Ach, verdammt. Ich vergesse das immer wieder. Kein Wunder, dass sie mich in dieses Kaff gesteckt haben. Das passiert mir nicht nochmal. Ich will gegen Grubutz kämpfen. Ich will gegen Grubutz kämpfen. Hey, dieser Ork ist unser Gast. Ich habe eine Menge bezahlt, damit er hier bleibt. Also, falls du ihn tatsächlich besiegst, wird mich das noch mehr kosten. Und das bezahlst du. Heißt das etwa, ich kann ja nichts gewinnen? Nein, natürlich kannst du was gewinnen. Du bekommst ein ganzes Paket voller gutem Sumpfkraut. Was soll ich damit? Ja, komm, egal. Ich will gegen Grubutz antreten. Gut. Aber du wirst es mit ihm selber ausmachen. Und denk daran, ich brauche den Kerl noch. Ja, okay. Grubutz. Was soll ich mit dem Sumpfkraut? Okay, ich will hier den Champion machen. So, Grubutz. Lass uns in der Arena kämpfen. Lass uns in der Arena kämpfen. Willst du das wirklich, Morra? Ich habe dafür bezahlt. Du bezahlst, damit ich dich verhaue? So viel Dummheit muss bestraft werden. Lass uns kämpfen. Ja, komm, lass uns kämpfen. Ich speichere nochmal. Wir haben ja jetzt volles Leben. Ich weiß nicht, wie stark der ist, aber ich habe eher ein Problem gegen schnelle Gegner. Niemand besiegt mich. So, nochmal kurz Ausdauer. So, sein Loot ist jetzt auch meins.
Rufen Lago, was? 20? Lago? Ne, 60 sogar. Was habe ich noch hier für Quests? Kopfgeld Chakior, der Wüstenlöwe. Du bist ein guter Kämpfer. Wie sagen die Assassinen? Du bist ein Sohn des Kampfes, Mora. Ja, okay. Nice. So, dann reden wir nochmal mit Fabio. Ich habe gegen Grobots gewonnen. Ich habe gegen Grobots gewonnen. Ah ja, richtig. Da, nimm das Sumpfkrautpaket. Es ist wertvoller, als du vielleicht denkst. Weiß ich nicht. Was passiert, wenn ich ihm sage, ich weiß, wer der Gefangene ist? Ich speichere noch einmal. Gesundheit. So. Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ich weiß, wer dein Gefangener ist. Ach ja. Und was glaubst du, wer er ist? Batras, der Wassermagier. Na toll. Woher weißt du das? Er stand auf einer alten Steintafel. Mamuk hat's mir gesteckt. Komm, wir hetzen die gegeneinander auf. Mamuk hat's mir gesteckt. Der Typ ist so blöd, wie er dicht ist. Wenn ich ihn umbringen lasse, habe ich einen Kämpfer weniger. Das kann ich mir nicht leisten. Ich bin von Idioten umgeben. Aber ich brauche sie. Naja, zumindest habe ich einen Gärtner. Was sagt dann Mamuk jetzt? Wo ist er hin? So, was passiert, wenn ich mit ihm da rede? Mach hier keinen Ärger, klar? Nö, ich mach noch keinen Ärger. Verflucht! Was willst du? Okay, da passiert nichts. Okay, wenn wir jetzt nochmal zurück... Ne, warte, da oben hatten wir ja doch irgendwas mit den Dings gehabt. Warte mal. Da ist einer mit einem Löwen. Sind das die Nomaden? Shakyo. Hier, der Nordwind bringt uns einen Kämpfer. Ich bin Shakyo, der Löwe. Komm und trinke einen Schluck Wasser. Warum nennst du dich Löwe? Warum nennst du dich Löwe? Weil ich seine Macht teile. Sie wurde mir vor langer Zeit anvertraut. Die Macht des Löwen? Sein Stein. Ich trage den Stein des Löwen. Es ist einer der alten Druidensteine. Ja, du bist ein Druide? Erzähl mir mehr. Dann bist du ein Druide? Erzähl mir mehr. Ein Druide? Ich bin ein Jäger der Wüste. Den Stein bekam ich einst von einem, der weiser war als ich. Und seit ich ihn trage, ist die Kraft des Löwen mit mir. Aber er ist mir geliehen. Ich werde ihn weitergeben, wenn es an der Zeit ist. Verstehe. Und was machst du hier? Was machst du hier? Wir haben Lago überfallen und alle Sklaven aus dem Stollen befreit. Wir? Du und dein Löwe? Und meine Brüder. Sie führen die befreiten Sklaven tief in die Wüste. Ich bin zurückgeblieben, denn mein Kampf ist noch nicht vorbei. Und wann ist dein Kampf vorbei? Wenn das ganze Land von der Knechtschaft befreit ist. Ist Lago noch ein Gefangener? In Lago ist noch ein Gefangener. In Lago ist noch ein Gefangener. Noch ein Gefangener? Ich dachte, wir hätten alle befreit. Dieser Gefangene ist in einer Hütte eingesperrt. Weißt du, wer es ist? Der Gefangene ist Vatras, einer der Wassermagier. Der Gefangene ist Vatras, einer der Wassermagier. Vatras ist ein weiser Mann. Wir werden ihn befreien. Hast du sowas wie einen Plan? Hast du sowas wie einen Plan? Wir folgen dem Ruf des Löwen. Wow. Was genau heißt das? Wir gehen hinunter und greifen sie an. Das ist mein Plan. Hört sich einfach an. Ja, das ist das Gute an dem Plan. Er ist einfach. Er wird funktionieren. Warte mal, wir haben doch Dings. Wir haben 11 Punkte wieder. Bring mir was über die Jagd. Bring mir was über die Jagd bei. Okay, das kann ich nicht. Über alte Magie. Bring mir etwas über alte Magie bei. Die beiden lohnen sich für mich noch nicht. Da gibt's lohnendere Sachen. Was gibt's denn hier sonst so?
Okay, das ist nur seine Höhle. Aber er ist für mich ein Verbündeter eigentlich. Auch wenn ich mich gerne mal den Assassinen anschließen wollen würde, will ich hier eigentlich doch fürs Let's Play eher Kanon alles machen. Nur wenn wir böse Entscheidungen treffen können, dann lieber die unmoralischen, aber trotzdem irgendwie, ich will es schon so machen, dass es irgendwie zur Story passt vom Spiel, wie das vorbestimmt war, sagen wir mal so. Ich speichere mal mit den Wölfen. Schakalen meinte ich, Entschuldigung. So, wenn wir hier wieder sind. Ich muss irgendwie mehr Fleisch organisieren. Was habe ich denn hier bisher für einen Ruf? Oder hier noch für Quests? Wir sind ja jetzt hier. Ben Erei. Jespers, Hurid. Luca muss verschwinden. Sprich mit Vasco. Den Kaktusblüten. Wer ist nochmal Vasco? Du solltest dich jetzt besser um deine Sachen kümmern. Wer war nochmal Vasco? Da hinten, glaube ich, der hier, oder? Vasco. Sancho schickt mich, soll ein paar Sklaven nach Lago bringen. Sancho schickt mich. Ich soll ein paar Sklaven nach Lago bringen. Nach Lago also. Und hier darf die Ausbeute natürlich nicht weniger werden. Ja. Na schön. Pass auf. Schnapp dir den Ausgezehrten. Ihn und seine Kollegen können wir entbehren. Ach, und noch eine Sache. Wenn du schon mal in Lago bist, dann bring mir doch ein Paket Sumpfkraut mit. Ich zahle dir auch einen guten Preis dafür. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Hier ist dein Sumpfkrautpaket. Sehr gut, Vater der Hilfe. Dann will ich mich mal erkenntlich zeigen. Nun, das hat mich wieder einiges gekostet. Ich frage mich... Was? Nun, ich arbeite schon ziemlich lange für Sancho. Klar, er kümmert sich um den Tribut für Zuben. Aber glaub mir, es bleibt genug für ihn selbst übrig. Worauf willst du hinaus? Nun, ich könnte dich mit einer stattlichen Summe Gold zum Sklavenhändler nach Praga schicken. Und? Natürlich tun wir nur so, als ob. Und unterwegs würdest du leider von Nomaden überfallen werden. Wenn du das Sancho erzählst, kriegst du 500 Goldstücke von mir. Bist du sicher, dass er mir das abnimmt? Wenn ich mir nicht sicher wäre, würde ich es dir nicht anbieten. Überleg es dir. Eine kleine Lüge bei Sancho und wir sind im Geschäft. Ein schmutziges Geschäft. Hier kann man richtig viele schmutzige Geschäfte machen. Ich speichere nochmal. Ich weiß jetzt nicht, ob die ausgezehrten Sklaven hier das überleben werden. Die hier können ja... Müder Sklave, müder, müder, müder. Ausgezehrter Sklave. Du wirkst ziemlich ausgezehrt. Naja, ja. Meine Kumpels und ich, wir haben wochenlang in den Stollen geschuftet. Ich bin ziemlich fertig, Mann. Aber so ist das halt. Die einen haben Schwerter und die anderen buddeln. Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit. Du und deine Kumpels, ihr kommt jetzt mit mir. Klar doch. Wir sind ja noch nicht völlig im Arsch. Ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. So, was, wenn wir die zum Dingens hier bringen? Statt nach Lago. Also zum Löwen. Was ist mit den Kollegen oder nur er? Ich glaube nur er.
Das sind ja zwei Orte, die dessen Quest irgendwie zusammenhängen. Genau da wollte ich hin. Wir haben jetzt aber... Wir haben jetzt die Schakale ausgewichen, ne? Da ist er. Wieso bin ich jetzt so langsam? Okay, kann ich nicht. Ja gut, dann bring ich dann hier hin. So, nee, nicht zu ihm. Wohin sollte ich den bringen? Zu Fabio, glaube ich. Wo ist er hin? Jetzt setzt er, wo ist er hin? Ach, da. Ja, jetzt setzt er, zu wem musste ich ihn bringen? Sklave für Lago? Nach was? Zu ihm? Hä? Rubus? Zu Markur vielleicht? Auch nicht. Zu wem muss ich ihn bringen? Verflucht! Was willst du? Du solltest mich besser nicht stören. Wo ist denn der Stollen dann? Mach hier keinen Ärger, klar? Ist da vorne der Stollen? Das sieht aus wie ein Stollen. Vielleicht den Stollen erstmal freimachen. Wo ist der Sklave jetzt hin? Hier, du wartest hier. Warte hier. Sicher. Ausgezerrter Sklave wartet. So, speichern. Ah, hier. Jo, ich treffe den gar nicht. Jo. Halt, Renke. Bevor die da drauf gehen. So, der letzte. Ich werde niemand vermissen. Alter, die haben es alle überlebt. Obwohl der eine... Wo die sind alle fast tot.
kaum überlebt hier. So, nochmal was futtern. Ich hoffe, der Stollen ist leer. Speicher nochmal. Okay, hier ist alles leer von Schakalen. Schwefelader und Goldader. Sonst gibt's hier nichts. So, Krötenwurz nehmen wir mal mit. Dann holen wir den ausgezählt. Oder warte. Kann ich den hier knacken mitnehmen? Ohne Ärger zu kriegen? Warte mal. Wir können ja jetzt Armbrüste benutzen, ne? 100 Machen wir mal so. Und gucken wir später an, wie das mit der Armbrust dann läuft. So, ich bring dich weg. Ich bring dich weg. Gut. So, Oskitz hat das Sklave wieder weggebracht. Wo bleibt er jetzt? Echt komischen Weg nimmt er. So, wir sind da. Wir sind da. Na toll. Schon wieder hacken. Ach, weißt du was? Ihr könnt abhauen. Hör zu. Wir sind ziemlich fertig. Also mach keine Witze. Das ist kein Witz. Ich lasse euch frei. Los, mach, dass ihr wegkommt. Hey, Mann. Dann hauen wir ab, bevor du es dir noch anders überlegst. Quest abgebrochen, Sklav. Ausgezehrter Sklav verlässt die Gruppe. Wir können die in die Flucht. Also die Flucht ergreifen. Dann kann ich mal gucken, dass ich vielleicht behaupte, die wurden von Schakalen gefressen oder so. So, Fabio. Okay, ich gehe trotzdem mal weiter. Wo gehen die denn hin? Ich hoffe, die gehen jetzt nicht zurück nach Dingens. Ich gehe mal gucken, wo die langlaufen. Ich lasse das mal. Das dauert echt lange mit der Armbrust. Aber irgendwo hier in der Wüste soll ein Lager sein von Nomaden. Frag mich nur, wo genau. Blutfliegen. Die machen wir fertig. So, nehmen wir alles wieder. Und essen nochmal was. Und speichern. Ich guck mal, was mit dem Tempel hier ist. Okay,
Schrate, das heißt, hier machen wir erst. Hoppala. Was war das denn für eine Drehung wieder mal? Aber das da sieht verdächtig für mich aus. Das ist aber auch keine von den normalen Städten. Ich bin neugierig. Vielleicht sind hier die befreiten Sklaven. Okay, da ist ein Lager. So. Der darf mich jetzt noch nicht treffen. Jo, trifft er mich noch? Speichern, da ist ja noch einer. Ich guck mal, ob ich den vielleicht mit einer Armbrust hier erledigen kann. Aber da vorne, das könnte vielleicht das sein, wo die Sklaven sind, die befreit wurden. Ich glaube, das war keine gute Idee. Die Armbrust, die ist mir aber auch echt viel zu langsam. So, was ist das für ein Ort? Morasul? Ich glaube nicht, dass das Morasul ist. Sieht mir viel zu früh aus für Morasul. Hier sind aber auch Assassinen. Kämpfer. Assassine, so gut? Na, Reisender, bist du auf der Flucht? Wieso Flucht? Untote Nomaden, es gibt eine Menge Gründe, auf der Flucht zu sein. Aber egal, trink ein wenig Wasser und ruhe dich aus. Was machst du hier? Was machst du hier? Ich bin hier der Chef. Das ist meine Oase. Tja, weißt du, die Nomaden machen uns das Leben schwer. Immerzu wollen sie uns angreifen. Vor allem dieser Hurit. Vielleicht kannst du dich ja mal darum kümmern. Wo finde ich ihn? Wo finde ich Hurit? Nicht weit von hier im Süden. Meistens treiben sie sich bei alten Ruinen herum. Der sagt, Süden steht aber Osten da. Okay. Was ist zu tun? Was ist zu tun? Hurit und seine Bande lauern in der Nähe. Sie warten nur darauf, unser Wasser zu stehlen. Also geh und mach sie fertig. So. Also Süden, die Richtung oder Osten? Okay, Süden. Sieht aus nach Ruinen. Oder Osten, da sind auch Ruinen. Ich glaube, das da. Also doch Osten. Osten war schon richtig. Gehen wir mal dahin. Feuerwaran. Der ist alleine. Nee, das ist das Westen, wo ich hinlaufe. Ach, bei ihm sind wir wieder.
Dem tue ich nichts. Bin ich auch noch in die falsche Richtung gelaufen? Vielleicht da oben? Okay, hier sind irgendwo Minecrawler in der Nähe. Da ist ein Ruin. Ich gehe mal weg von dem. Und speichere vielleicht noch einmal ganz kurz. Ich hätte jetzt wenig Lust, von denen da attackiert zu werden. Da vorne ist noch eine Stadt. Ah, wir haben die nächsten Nomaden gefunden. Nice. So, Nomade. Müder Sklave. Hier sind sie hingegangen. Ah, okay. Nomade. Müder Sklave. Hudit. Willkommen, Wanderer. Trink einen Schluck Wasser mit uns. Was macht ihr hier? Was macht ihr hier? Wir haben gejagt. Und jetzt wollen wir zur Oase. Aber ein paar Assassinen haben sich dort breit gemacht. Kannst du mir was beibringen? Kannst du mir was beibringen? Wir teilen unser Wasser und wir teilen unser Wissen. Okay, Bring mir was über die Jagd bei. Mit Bogen würde ich gern verbessern. Dazu bist du noch nicht bereit. Dazu bist du noch nicht bereit. Okay, das wird doch nichts. So, zeig mir deine Ware. Todbringer. Benötigtes Jagdgeschick 220. Geschossschaden 115. Wie viel macht der hier? 60 Schaden. Der hier 55. Wenn ich den hier nehmen. Warte mal, ich würde die hier auf jeden Fall verkaufen. Ogre Morgenstern. Das kann weg. Das kann weg. So, Tiere rufen. Dafür haben. Hab ich irgendwas, was ich nicht brauche? Lurker Clown dafür haben. Dann die 12 Stück. Hier. Das darfst du auch haben. Schwarzer Rover brauchen wir ja nicht. Zwei Schlägel. So, Erzrohling. Also, ansonsten. 46.800 kostet der. Ja, dann lassen wir das mal lieber. Kann ich mir so oder so nicht leisten. Nomade. Müder Sklave. Warte mal. Dann würde ich den Knochenbogen lieber eher behalten und den dann ausrüsten und ihm dann die Armbrust verkaufen. Lass uns die Ohr... Ne, zeig mir deine Ware. Hier, die darfst du auch noch haben. Warte mal, was hat er da gehabt? Zeig mir deine Ware. Nee. So. Lass uns die Oase zusammen angreifen. Lass uns die Oase zusammen angreifen. Gut. Wir können angreifen, sobald du bereit bist. Komm, wir greifen jetzt an. Greifen wir jetzt an. Auf geht's. Ein Fressen für die Geier. Ich wollte das Ding da einsammeln. Und nochmal was futtern. War das jetzt wirklich die Oase? Ja, das war die. Okay, das war die richtige. Oh.
Hey! Still! So, dann noch der hier. So, und so gut. Okay, aber wir leben noch. So. Muss ich jetzt eben... So, nice. Bleib stehen! Da ist noch einer am Leben, okay. Gut gemacht! So, alle getötet hier. Ein varantischer Jagdbogen. So, Assassinenmesser. Hier liegt noch eins. So, Assassinschwert. Der Assassine. Auch noch ein Assassinenbogen. Der hat's nicht überstanden. Schade um ihn. Aber okay, wir haben den Nomaden jetzt geholfen. So, Nomade, Nomade, Hurrit und hier noch Nomade. Gibt's hier ein Bett, das ich benutzen darf? Nope. Ich speichere trotzdem einmal. Jetzt brauche ich dringend ein Bett irgendwo. Okay, den haben wir jetzt zumindest geholfen. Was ist jetzt mit den Sklaven dort oben? Okay, die bleiben hier. Hier gibt es aber kein Bett, ne? Nur halt ein Lagerfeuer. So, welches ist das? Ben Arai wieder. Ben Sala ist da hinten. Da ist eine Truhe. So, was haben wir hier? Okay. Wird wohl reichen. Nochmal speichern. Den Snappern will ich lieber jetzt erstmal aus dem Weg gehen. Ich hoffe, hier gibt es Wasser. Ich glaube, das bedeutet einfach nur Wasser. Wer füllt die Dinger eigentlich auf? Ne, das bedeutet gar nicht Wasser. Okay, hier wurde jemand begraben. Ich glaube, das ist das, Ben Sala. Und Bakarisch. Ben Sala ist aber von Untoten überrannt, hieß es. Die Frage ist, kommen wir da lebend an? Und warte mal, hier ist noch eine Art Oase, würde ich sagen. Was ist das? Feuergolem. Ich hoffe, der sieht mich jetzt nicht.
glaube, ich müsste gleich nochmal irgendwie was für die Gesundheit machen, wenn wir gleich dort sind. Gleich so viele von denen. Wie viele sind denn bitte von denen hier? Alles voller Zombies. Was sind hier bitte? Was ist jetzt wirklich hier bitte passiert? Speicher einmal, bevor wir uns das einmal ansehen. Da oben ist eine Höhle. Da gehen wir gleich als nächstes hin. Der will jetzt Stress. Ich will mir das trotzdem hier mal ansehen. Ach, die leben hier doch noch alle. Daro? Was treibt dich an diesen verfluchten Ort? Wie ist die Situation? Die meisten Kämpfer dieser Stadt sind gefallen. Und der feige Rest hat sich aus dem Staub gemacht. Was ist mit dir? Ich komme aus Ben Erai. Als wir erfahren haben, was hier los ist, sind wir hergeeilt. Und was hast du vor? Es gab bereits genug Tote. Ich werde das Leben meiner Männer nicht für einen Angriff aufs Spiel setzen. Wir schützen die Stadt, solange wir können. Das ist unsere Aufgabe. Was kann ich tun? Ich habe ein paar Männer den Berg hinaufgeschickt. Sie kamen nicht zurück. Geh und sieh nach, ob noch jemand lebt. Über die Stollen sind sie auch hergefallen. Die Sklaven hatten keine Chance. Also bereite dich vor, damit du eine Chance hast. Wenn ich dir noch etwas zeigen kann, lass es mich wissen. Würdest du mich im Kampf unterrichten? Mit großen Waffen? Komm, machen wir das. Zeige mir den Umgang mit der Streitaxt. Pack die Axt fest mit beiden Händen und achte darauf, dass du einen sicheren Stand hast. Ein paar kräftige Schläge, immer auf den Körper, sollten reichen, um jeden Gegner umzuhauen. So, einen Lernpunkt haben wir noch. Wieder eins von diesen lästigen Viechern. Hier ist ja richtig alles am Arsch. So, ich sehe mir mal die Stollen an. Es gibt zwei Stollen im Berg. Einer liegt direkt hinter der Stadt. Der andere liegt weiter im Osten. Und pass auf dich auf. Da steht Südwesten, der sagt Osten. Ich werde mir mal den Berg vornehmen. Dann sei vorsichtig, Sohn des Mutes. Und achte auf meine Späher. Okay, Darko. Was ist mit dir, Julio? Da bezahlt man jahrelang Tribut an Zuben und was ist? Ein paar Kerle, die sich für ganz schlau halten, öffnen den großen Tempel. Sie öffnen den großen Tempel und beschwören damit Belias Zorn über uns alle herauf. Jetzt kann ich bis an mein Lebensende Tribut zahlen, um aus dieser Scheiße wieder rauszukommen. Verzeih meine Aufgebrachtheit, Sohn des Mutes, aber diese Sache nimmt mich ziemlich mit. Das ist mir gerade aufgefallen. Was ist hier eigentlich genau passiert? Basir war es. Dieser Sohn eines Diebes hat den Tempel geöffnet. Einfach so? Er hatte 5 Schlüssel. Nur Beliar weiß, wo er die aufgetrieben hat. Er wollte das göttliche Artefakt und versprach den Männern Schätze. In ihren Augen funkelte die Gier. Aber am Ende hat Basir sie alle betrogen. Erzähl mir mehr von Basir. Er zahlt einen hohen Preis für das göttliche Artefakt. Alle, die den Tempel betraten, sind tot. Er selbst ist auf und davon. Doch sein Geschäft ist noch nicht abgeschlossen. Beliar ist zornig. Du meinst... Ja, Basir hat den Tod verdient. Okay, wie kann ich helfen? Hört euch das an. Er schlägt sich zu uns durch und fragt, wie er helfen kann. Das ist der Mut eines Mannes, der keine Gefahr fürchtet. So spricht ein wahrer Held. Schon gut, kommt zur Sache. Ich bitte dich, rette meine Stadt. Erschlage die Untoten. Tu, was immer notwendig ist und befreie uns von diesem Fluch. Na schön. Und sprich mit Daro. Er wird dir bestimmt mehr sagen können.
Aber da ist noch eine wichtige Sache. Ein Geschäft, das mir anvertraut worden ist. Okay, erzähl mir mehr davon. Erzähl mir von diesem Geschäft. Wir haben 10 Erzrohlinge bekommen. Eine Lieferung von den Orks. Sie waren eigentlich für Ishtar bestimmt. Doch sie sind gestohlen worden. Aber ich weiß, wer der Dieb ist und ich will, dass er für sein schändliches Tun bestraft wird. Er soll unter Inos sengendem Fluch verdursten. Die Geier sollen ihm die Augen heraushacken. Ja, ja, schon klar. Ich mach das. Wer ist der Kerl? So gut. Einer unserer eigenen Männer. Dieser Verräter soll Belias rasender Zorn ihn ereilen. Ich hab mich um Sugut gekümmert. Ausgezeichnet. Soll er in Belials Reich schmoren für seinen Frevel? Du hast gute Arbeit geleistet. Und gute Arbeit wird mit gutem Gold belohnt. Nice. Kann ich mit dir handeln? Warum nicht? Bevor wir sterben, können wir wenigstens noch ein paar Geschäfte machen. Okay, zeig mir deine Ware. Was hat er denn? Ein Topf, haben wir ja das. Der hat hier sonst nichts, was ich brauchen könnte. Aber ich kann ihn die Dinger hier verkaufen. Der hat wenigstens 26.000 noch. Hier, das darf er haben. Und die Dinger kann er haben. Wie so ein Fell behalten wir noch? Haben wir hier noch irgendwas? Ne, lassen wir. So. So, Daro hatten wir ja. Blutschild. Ich lege ihn mal hier ins Bett. Bis zum nächsten Tag. Werden wir schon überleben, ne? Die Zombies kommen ja nicht bis hierhin. Gehe ich mal von aus. Enzo. Was willst du? Bist du gekommen, um hier zu plündern? Da kommst du zu spät. Was ist los? Seit die Untoten da sind, treiben sich Plünderer in der Gegend herum. Also was willst du? Ich bin hier, um gegen die Untoten zu kämpfen. Wenn das wahr ist, bist du ein mutiger Mann. Wenn du eine Waffe brauchst, lass es mich wissen. Kannst du was über Schmieden? Bring mir was über das Schmieden bei. Wie kann ich schwere Rüstung Reti nutzen? Was muss ich über Schürfen wissen? Kann ich dir helfen? Dieses kleine Problem mit den Untoten hat unsere Arbeit zum Erliegen gebracht. Die meisten Schmiede sind tot und ich brauche mehr Stahl. Stahl also? Ja, die Lieferungen aus den Stollen. Du willst helfen? Dann bring mir 6 Kisten Stahl. Zeig mir deine Ware. So, was hat er hier? Langschwert? Meisterschwert. Für 18.000 kann ich ihm das hier verkaufen. Weißt du was? Was haben wir hier, was wir nicht brauchen? Weg damit. Habe ich sonst? Snapperkraut kann weg. Ogerblatt. Eisenhalm. Felsnessel. Komm, Sumpfkraut, weg damit. Oder was? Ach egal, scheiß drauf. Wir verkaufen das nur. Meisterschwert werden wir so oder so noch irgendwie vielleicht früher oder später kriegen. Kämpfer. Und wir brauchen da Geld für andere Sachen erstmal. Zum Beispiel bessere Rüstung. Gioras. Bist du auch überfallen worden? Naja. Nein. Ich bin überfallen worden. Ach was. Aber ich konnte mich in die Stadt retten. Das sehe ich. Was hast du jetzt vor?
Na, ich bleibe hier. Ich habe bereits mit Julio gesprochen. Er sagte, ich kann bleiben. Können wir handeln? Können wir handeln. Ich bin untröstlich, Vater der Geschäfte. Aber diese plündernden Nomaden haben mich ausgeraubt. Und dann waren da plötzlich diese Untoten. Es war schrecklich. Sie haben alle gekämpft und da bin ich schnell abgehauen. Komm zur Sache. Wenn du ein tapferer Mann bist, dann bring mir meine Waren zurück. Gut, was sind das für Waren? Gut, was sind das für Waren? Es sind 8 Kisten. Ich glaube, ich habe meinen Namen darauf geschrieben. Sie haben mich vor der Stadt auf dem Weg überfallen. Wo gehen die jetzt hin? Dolok? Was willst du, Mora? Was machst du hier? Was machst du hier? Ich brachte Geschenke für die Assassinen. Rohling aus Erz. Rohling aus den Feuern Nordmars. Dafür soll ich ein Artefakt aus dem Tempel bekommen. Aber es wurde gestohlen. Gestohlen von dummen, gierigen Morras. Was hast du jetzt vor? Was hast du jetzt vor? Was glaubst du wohl, Morra? Wir passen auf die Stadt auf. Wo ist der Tempel? Wo ist der Tempel? Im Süden. Dort, wo die toten Morras herkommen. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Hilf mir, die Untoten zu besiegen. Morras wie du sind schuld an dem, was geschieht. Ich traue dir nicht. Ihr plündert, was ihr könnt. Und dann haut ihr ab. Ihr habt keine Ehre. Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Was kann ich tun, damit du mir vertraust? Ich vertraue nur Daro. Er ist ein guter Kämpfer. Er hat Ehre. Wenn er dir vertraut, dann gehe ich mit dir zum Tempel. Okay, jetzt gehen die wieder. Okay, der kam bis hierhin. Wen gibt's hier noch? Seltsamer Pilz. Ich habe immer noch die Befürchtung, dass ich damit irgendwas machen kann. Dass die wichtig sind. So, Krieger. Elite-Krieger. Ein Knüppel. Hier ist noch so ein Untoter. Okay, also hier ist alles verflucht worden, weil der Tempel aufgemacht wurde. Hier könnten wir eigentlich einiges nochmal an Skillpunkte, Lernpunkte bekommen. Wir brauchen ja nicht mehr viel, nur noch 6000. Für die nächste Stufe 40 sind wir sogar. Okay, aber es ist hier aber immer noch sehr viel, was wir lernen müssen. Aber egal, wir machen hier dann in der nächsten Folge weiter. Gehen auf Schlachtzug gegen die Untoten. Und vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao.